So, meine Freunde und Damen, herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Mystery Dungeon Part. Warum bin ich im Hauptmenü? Ich habe mich im letzten Part verklickt und außersehen diese Episoden, in der letzten Aufnahme außersehen, das da angeklickt und das wollte ich nicht, weil dann haben sich 5 Minuten ergeben und die wollte ich eigentlich nicht drin haben. Deswegen, ja, denkt euch nichts dabei, wir werden auch irgendwann die Episoden alle durchmachen. Aber jetzt wollen wir erstmal unser Spiel vorsetzen und, wow, schon 2 Stunden spielen wir dran. Echt? Wow, die Zeit vergeht echt im Flug. Abenteuer haben wir schon 6 erlebt und Traumato besteht schon als besiegter Gegner drin. Und ja, speichern wir. Wir starten das Spiel. Und ja, es ist nichts passiert, abgesehen von Krakelos Begrüßung, bla 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 bla. Und ja, das kennen wir aber als alles. Gehen wir zum, zur morgendlichen Begrüßung. Hört bitte alle her, ich habe eine wichtige Neuigkeit. Weit oben im Nordosten und noch weiter draußen in den äußersten Gefilden, dort gibt es einen Ort namens Schemsgehölz. Ich bin Schemengeholz. Dort ist anscheinend die Zeit stehen geblieben. Was hast du gesagt? Du sagst, die Zeit ist stehen geblieben? Hey. Ja, richtig. Die Zeit im Schemengehölz befindet sich im Stillstand. Der Wind hat aufgehört zu wehen, die Wolken sind erstarrt. Tautropfen fallen nicht mehr von Blättern, sondern bleiben einfach wie schwerelos hängen. Im Schemengehölz ist tatsächlich die Zeit stehen geblieben. Die Zeit ist stehen geblieben? Oh, aber wie konnte so was Schlimmes nur geschehen? Das ist ja unvorstellbar. Ja, das Unvorstellbare ist geschehen. Wieso die Zeit im Schemengehölz stehen geblieben ist? Nun, weil das Zahnrad der Zeit im Schemengehölz ist, es wurde gestohlen. Was? Das Zahnrad der Zeit wurde gestohlen? Das hat die Zeit angehalten. Hey. Ich hatte schon gehört, dass das passieren kann, aber es ist echt wirklich passiert. Ich verstehe es trotzdem nicht. Wieso sollte irgendwer ein Zahnrad der Zeit stehen? Seid alles still. Oberwachmeister Magnuson hat sich bereits mit den Ermittlungen begonnen. Es ist schwer zu glauben, dass jemand es wagen würde, ein Zahnrad der Zeit zu stehlen. Doch wenn ein Zahnrad der Zeit gestohlen werden konnte, sind vielleicht auch noch andere in Gefahr. Der Oberwachmeister bat darum, sofort benachrichtigt zu werden, wenn uns verdächtige Pokémon anfallen. Auffallen, meine ich natürlich. Also denkt dran, ja. Meine Güte, Leute, manchmal habe ich einfach keinen Bock mehr zu lesen und das geht euch wahrscheinlich genauso. Oh, ihr da, ihr beide, kommt her. Ihr macht eure Arbeit mittlerweile ganz gut. Ich war sehr beeindruckt, als ihr Traumato gestellt habt. Das war bewundernswert. Also, ihr werdet endlich eine Mission bekommen, die eines richtigen Erkundungsteams würdig ist. Wirklich? Hurra! Zeigt mir eure Wunderkarte. Silver öffnet die Wunderkarte. Hier liegt Schadstadt. Und da drüben ist der Ort, den ihr erkunden sollt. Seht ihr, an dieser Stelle ist ein Wasserfall. Aber anscheinend ist es nicht nur ein gewöhnlicher Wasserfall. Aber nach unserer Information... Ja. Wie sollen denn... Da soll irgendwie sich ein Geheimnis befinden. Jo, verstanden, bitte nicht nochmal erklärt. Gut, in Ordnung, dann überlasse ich euch die gründliche Erkundung des Wasserfalls. WTF, was geht mit denen ab? Bist du in Ordnung? Ja, alles okay, ich bin nur aufgeregt wegen der Erkundung. Das wird unsere erste richtige Erkundung als Erkundungsteam sein. Ich bin ein bisschen angespannt. Ah, ich könnte vor Spannung platzen, wir schaffen das, Silver. Und unser wunderschönes Zeichen. Und ja, natürlich beginnt eine Erkundung nicht erst da hinten. Oh, Palimpalim. Huch, was macht Palimpalim denn hier? Schauen wir mal. So, was ist denn hier los? Das ist der Treffpunkt, jawoll. Ja, Mitglieder ins Team aufzunehmen, jawoll. Das wäre bestimmt hilfreich. Na dann solltet ihr Mitglieder werben. Ja, Leute, Freundesglocke. Und jetzt können wir auch andere Teammitglieder in unser Team aufnehmen, was ich aber nicht machen werde. Da werdet ihr euch wahrscheinlich... Was? Aber ich bin der Meinung, dass man zu zweit viel besser umgehen kann. Ich würde sogar alleine erkunden, was mir viel lieber wäre. Na gut, zu zweit ist natürlich manchmal ein Vorteil. Aber ich muss mal vorstellen, wenn dieses Team nur Scheiße baut, es ist einfach, ja, nicht so das Wahre. Und deswegen bleibe ich immer bei zwei Leuten. Und außerdem dürfen wir bei manchen Erkundungen eh nicht unser ganzes Team mitnehmen. Also werden die auch manchmal unterlevelt sein und bla bla bla. Und das wollen wir ja nicht. Jetzt werde ich aber nochmal die Jobliste trotzdem durchschauen, weil vielleicht befindet sich ja ein schöner Beneversaun-Quest hier. Und ja, den möchte ich doch nicht verstreichen lassen, denn ich kann die Jobs ja auch später erledigen, auch wenn ich jetzt erstmal unsere Erkundung machen werde. Blaugummi, du klingst interessant, dich klicke ich mal an. Aber naja, das war eigentlich der einzige interessante Job, der mich so angesprochen hat und jetzt... Ach, und gleich was Neues neben... Also, was Neues im Mystery Dungeon Himmel, weil es gab ja davor Zeit und Dunkelheit und Himmel ist was ganz Neues, beziehungsweise einfach eine Erweiterung. Hier sind Treppenstufen, schauen wir mal, was die Erweiterung ist. Wie, was ist das denn? Da steht Pantier-Café, Hoffen und Träumen, Eröffnung in Kürze, dicke Belohnungen. Hier sieht so, als ob demnächst sein neuer Laden aufmacht, aber Hoffen und Träumen, ich frag mich, was der Laden da sein wird. Lass uns wiederkommen, sobald er geöffnet hat. Was, er hat noch gar nicht offen? Ah, tatsächlich. Ernsthaft? Die Tür ist noch geschlossen?
Das ist keine Tür, das ist eine Treppe da nach unten. Oh Mann, das ist keine Tür. Das kann mir kein Mensch dieser Welt weiß sagen. Oder hier, Pokémon, keine Ahnung. Hier ist auch keine Flaschenpost. Ein Versuch war es ja wert. Und, ups, ach Gott, jetzt kann ich da nicht durch. Noch, für mich ist es einfach nur eine Fläche auf dem Boden. Wenn dann Stein wäre oder so, wüsste mein Kopf. Ja, da darf es nicht lang gehen, aber naja. Das, ich glaube, das ist Team Schlitz oder wie das hieß. Klingsturm, okay, ja, die haben halt alle scharfe Klauen, wie ich. Na gut, ich habe auch scharfe Klauen, das klingt irgendwie blöd. Naja, egal. So, willkommen. Ups, nein, ich möchte dich nicht wegklicken. Ich möchte Items einkaufen. Jawohl, was möchte ich hier kaufen? Ich möchte einen... Ha, Gummis brauche ich nicht. Die sind auch noch scheiße teuer. Aber die Sindelbeere nehme ich doch mit, weil Sindelbeeren habe ich nicht so viele. Und da nehme ich doch gerne welche mit. Ja, ja. Irgendein cooles TM, was ich brauchen könnte. Schauen wir mal. Ja, wobei, TM könnte ich mir eh nicht leisten. Oh, ein paar interessante Orbs, aber Orbs brauchen wir erst, wenn wir mehr Geld haben. Jetzt sind wir eigentlich nur noch die Belebersamen-Junkies und Belebersamen. Ja, das dauert noch. Zack, zack, Samen könnte ich eigentlich wegschmeißen, aber vielleicht kann ich den irgendwann mal irgendwie benutzen. Ah ja, Samen kann man ja auch. Ah, guck mal, ich will nicht spoilern. Denkt euch einfach nichts, ihr werdet den Samen behalten und ja. Der Rest wird sich dann schon irgendwie ergeben. So, alle Gummis lagern, brauchen wir alle nicht. Und ja, für eine Erkundung muss man ja gewappnet sein, wie ich schon gesagt habe. Also werden wir mal auch mal, ja, unsere Kleinkiesel aufbrauchen, denn Georockbrock machen mehr Schaden als Kleinkiesel und deswegen werden die sich irgendwann abnutzen und... Wow, schon 6 Seiten des Inventars gefüllt, also... Wow. Einen großen Apfel zum Essen. Gummis brauche ich nicht. Pfirsichbeere auch nicht. Zitrusbeere, die wollte ich euch zeigen. Info? Wieso? Ah, verdammt. Ah, dann erkläre ich euch einfach. Zitrusbeeren sind nicht wie Sindelbeeren und fallen uns auf. Wobei, könnten sie auch. Aber mit vollen KP erweitern sie unsere KP um 2. Und sie nicht bei vollen KP zu essen, wäre ein bisschen dumm, weil dann würde man diesen geilen Effekt... Also wirklich 2 KP dauerhaft mehr. Also wenn ich den jetzt essen würde, hätte ich jetzt 7... 49. Also... Echt was Geiles. Nehmen wir mal mit. Sindelbeeren. Oh. Habe ich gerade eine. Ich habe doch gerade irgendwo eine Sindelbeere gesehen. Naja, egal. So ein Heilsam, falls ich irgendeinen scheiß Effekt drauf habe. Ein Top-Elixier bin ich auch dabei. Und Schlafsam. Ich dachte, ich wusste doch, dass ich irgendwo einen Schlafsam hatte. Habe ich den einfach nicht mitgenommen oder? Ich weiß es nicht mehr, wie es im letzten Part war. Part meine ich natürlich. Das nehmen wir mal alles mit. Jawohl, ansonsten brauchen wir ja jetzt auch nichts. Ist mir jetzt auch nicht bewusst, dass da jetzt. Oder doch, vielleicht erwartet ihr auch noch eine Überraschung auf uns. Wir wissen es nicht. Geld lagern habe ich vergessen. Das darf ich natürlich nicht vergessen, weil sonst ist unsere ganze Kohle weg. Wie viel haben wir denn? Wir haben ziemlich viel gekriegt. Ja, 700, also. Lagern wir alles mal ein. Wie viel haben wir? 1500. Das ist doch ordentlich. Davon kann man die Miete zahlen, Strom und so weiter. Und ja, wohin soll die Reise gehen? Zum geheimen Wasserfall. Ah, ein wunderschöner Wasserfall. Das ist also der Wasserfall, der ein Geheimnis bergen soll. Oh! Das Wasser kommt mit einer ganz schönen Wucht herunter. Versuchst du mal näher ranzugehen, Silver. Stimmt, es ist unglaublich. Ich kann neben den Wassermassen kaum stehen. Oh! Siehst du, es ist richtig heftig. Wenn man unter diesen Wasserfall geraten würde, bekäme man stich einiges ab. Ich hätte nicht gedacht, dass die Wasser mit so einer Wucht herunterstürzt. Wo sollen wir überhaupt anfangen zu suchen? Oh, verdammt. Schon wieder. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Es ist wieder dieses Schwindelgefühl. Und dieses Schreisymbol. Beziehungsweise, so hieß das Kapitel. Und ein mysteriöses Ding springt durch den Wasserfall. Und rollt sich ab. Da hätte das also eine Höhle, okay. Es ist wieder passiert. Ich habe etwas gesehen. Aber was habe ich gesehen? Huch, was ist Silver? Was? Du hattest noch eine Vision? Diesmal hast du ein einzelnes Pokémon in diesen Wasserfall springen sehen. Und nicht nur das, hinter dem Wasserfall ist also eine verborgene Höhle? Das Wasser scheint wirklich mit einer großen Wucht herunterzukommen. Stell dir mal vor, hinter dem Wasserfall wäre in Wirklichkeit eine harte Felswand. Autsch! Wenn wir versuchen würden durchzuspringen, dann würden wir ziemlich hart aufschlagen. Also Silver, was denkst du Silver? Ist da wirklich hinter dem, etwas hinter dem Wasserfall? Bist du wirklich überzeugt, dass es da eine Höhle ist? Nun, in Ordnung. Ich vertraue dir, Silver. Ja, ich glaube fest an dich, Silver. Oh, Mann. Okay, ich muss jetzt tapfer sein. Wenn ich Angst bekomme und nicht mit vollem Tempo durchspringe, dann wird es sowieso nicht so gut um mich bestellt sein. Wenn ich es tue, dann darf ich kein bisschen zögern. Sei tapfer. Sei so tapfer wie noch nie. Fertig, los, Silver! 3, 2, 1, jetzt! Ah!
Und, war da was? Oh, tatsächlich, Leute. Aua. Was ist das? Ja, es ist eine Höhle. Du hast tatsächlich recht, Silva. Lass uns diese Höhle erkunden, Silva. Lüften wir ihr Geheimnis. Und tatsächlich, Leute, Wasserfallhöhle. Kreativster Name ever. Aber es war tatsächlich was da hinten. Ja, und das ist dann wiederum ein Mystery Dungeon. Und das heißt, wir erkunden ihn. Ach, verdammt, hat der viele Räume. Schaut euch mal an, wie verstrickt die jetzt sind. Die Dungeon werden es auch immer größer und heilsam. Verdammt. Zum Glück habe ich mir was zu essen mitgenommen. Das ist, glaube ich, echt ein größerer Dungeon. What the fuck? Okay, Sinnelbeere. Heilsam. Verdammt, keinen Belebersamen. Aber naja. Was nicht ist, kann auch werden. Fuck that shit. Ich brauche mal wirklich mal ein Felino. Stirb. Ah, das hält schon ein bisschen mehr aus. Die nächste Attacke sollte doch reichen. Na, verdammt, ich treffe nicht. Und es reicht tatsächlich nicht und... tot, so. Heilsam. Ich brauche echt mal die Treppe finden. Wir haben schon viel zu viel hier in diesem Stockwerk rumgemacht. Oh, die Musik gefällt mir auch nicht so gut. Das ist nicht diese schöne... schöne, fröhliche Mystery Dungeon Musik, sondern... fuck! Töte es! Nein! Mein schöner Belebersamen, du scheiß Drecksfeurige, Mann! Deswegen bin ich nicht gern mit Partnern und denkst... ein Moment, das heißt, ich muss meine Verteidigung hochmachen. Weil die verbrauchen deine Belebersamen und die sind so wichtig. Und fuck, eine Tangela. Morbol würde sich jetzt freuen. Wie gehe ich da jetzt quer? Hä? Ah, fuck. Stirb doch einfach. Oh, du tankst wieder so viel wie sonst auch. Stirb. Tangela möchte zu uns. Ja, ich möchte es ins Team nehmen und Kosenamen. Wie werde ich das voll nennen? Ich habe doch gerade erst erwähnt. Wobei, wenn ich jetzt einen Tentoxa habe... ich nenne es einfach... doch, ich nenne es Morbol. Das andere kann ich ja Morbol in Mortox nennen, genau. Morbol, herzlich willkommen im Let's Play. Also, schön, dass du als allererstes dabei sein kannst. Morbol. So. Morbol ist okay, aber... da du mir... wobei, ich könnte dich mitnehmen. Ich habe keine Belebersamen mehr, oder? Jawohl, wenn du stirbst, dann bist du halt tot. Aber ich glaube, Morbol würde mich dann umbringen. Aber ich nehme dich einfach mal mit. Man kann ja nie wissen. So. Wir schlagen ein Luftloch. Hups, ich hätte eher nicht die Attacke in die Luft schlagen sollen, sondern einfach irgendwas anderes. Und Silva reicht Level 11. Und eine neue Attacke. Gibt's eine geile? Gibt's eine geile? Gibt's eine Kraftwelle? Nice. Konter werde ich nie benutzen, beziehungsweise... so, Konter wird vergessen. Jawohl, da bin ich dabei. Und wir haben die Kraftwelle. Und wir nehmen schon wieder 12 Minuten auf. Das wird echt krass, wie lange der Part heute gehen wird. Und ich kenne das Spiel ja. Und ich weiß, dass der Part noch ein bisschen gehen wird. Und rein da. Und das noch ein Tangela. Wie mache ich das jetzt hier am geschicktesten? Ach, ich hole mir erstmal den Gummi, jawohl. Fast übersehen. Und Verwurzler, okay, Tangela. Wenn du stirbst, wirst du eh kein... Verwurzler-Battle. Stalwart des Todes. Und Nassmacher. Friss mein Biss, Mann. Wow, one hit. Okay. Schlaf, Bruder. So, geht. Ist tatsächlich, es klappt. Oh Gott, deswegen hasse ich diese Dinger. Die sind scheiße dumm. Und Umklammerung, okay. Und Hit. Jawohl. Und Verwurzler. Jetzt bleibt das scheiß Ding immer stehen wegen Verwurzler. Jetzt komm doch, Mann. Jetzt. Boah, weißt du was? Verreckt doch. Wobei, es ist Morbol. Ich kann Morbol nicht sterben lassen. Der bringt mich sonst um. So, Kiesel. Ah, die hätte ich auch mal benutzen müssen. Ich Vogel. Ich wollte die alle. Ja. Benutzen. So, Slimog. Stirb. Oder Slimer, besser gesagt. Und Hit. Reicht. Und Andreas ist Level 11. Er lernt aber keine neue Attacke. Okay. Bin ich zufrieden damit. Und dann hier weitergehen. So, da durch. Dann hier rein. Oh Gott, bis man hier eine Treppe findet. Wobei, wenn man vom Teufel spricht, da ist eine Scherbe, wenn ich nicht... hä? Nein! Oh, gut. Ja, Morbol, du kümmerst dich darum. Ich gehe einfach weiter. Oh, er kommt mit, tatsächlich. Natürlich war es mir klar, dass er mitkommt, aber jetzt mal so als... ja, Feststellung. Und da, wow, wir haben ziemlich Glück jetzt gerade, aber... ja, wir wollen ja auch keinen... wow, das ist ein riesiger Raum. Wie oft habe ich jetzt eigentlich in der letzten Minute wow gesagt? WTF, es kann Steinhagel. Seit wann kann das Ding Kapalore Steinhagel? Würde mich mal interessieren. Kann es eigentlich auch wirklich so Steinhagel? Weiß ich gerade gar nicht. Und jawoll! Gummis über Gummis und stirb, Anton. Derp. Roten Schlag. Zack. Stirb. Und es gibt Cash. No money, Cash. Ach Gott, kämpft doch nicht gegen das Ding. Okay, es ist weg. Ah, ich glaube, es hat es gekillt. Was auch immer da war. Wobei, es müsste irgendein Wasser-Pokémon gewesen sein. Oder ein Pokémon, das fliegen kann. Sonst wäre es da nicht drüber gekommen. Und Cash. Und ein Band. Jawohl. Bänder sind sehr, sehr wertvoll.
Und gut, dass wir eins gefunden haben. Manche Bänder wird man aber in der... Also im Spezialband, das weiß ich noch, das ist eins der unseltensten Bänder, so im Vergleich, aber allgemein kann man sich auch echt denken, Bänder sind wertvoll. Ah, durch den Heuler reicht das jetzt natürlich auch nicht und stirbt. Ah, immer noch nicht. Fuck, jetzt hat er KP. Ach, friss mein Biss. Und Loturzel, möchte Team aufgenommen werden, nehmen wir dich mit. Kosenamen, Gott. Kapalores. Wirst du irgendwann, ich nenne dich einfach mal... Puh, wer mag Kapalores? Ich glaube, Sui mag Kapalores. Weißt du was, ich benenne dich einfach. Irgendwann, ich werde Abonnenten natürlich benennen, Leute, also müsst ihr mir auch schreiben, ob ihr ins Let's Play wollt. Da ich weiß, dass Sui irgendwie Kapalores Soul feiert und seine Community, nenne ich es einfach mal Sui. Hallo, herzlich willkommen. Wäre jetzt echt krass, wenn er einen Kommentar schreibt und so, hey, ja, cool, dass ich im Let's Play bin, aber das ist eher unwahrscheinlich. Und aua, Blubber, WTF, das war ja wirklich ja like Läufer in Schach, hat er mich da... Hat er schön meinen Feuerriegel angegriffen. So, jetzt kann ich aber nichts mehr ins Team nehmen, deswegen muss ich irgendwas weggeben lassen. Anwärtersuche, genau. Das sind potenzielle Pokémon, die noch reingehen könnten. Aber wir wollen ja noch, Loturtle, wie mache ich das jetzt? Team? Sui schicken wir nach Hause. So. Das können wir nämlich mit der Kraft der Magie. Yay. Und ja. Und Kecleon Markt. Wie geil. Aber nur Gummis. Auf was sitzt denn du? Ein Einmal-Orb. Info. Ah, damit würden wir etwas one-hitten. Natürlich keine Bosse. Das wäre ein bisschen blöd. Oh, ein Gummi. Ich könnte jetzt natürlich klauen. Das geht auch noch, aber das kann ich nicht riskieren, Leute. Wir sind da viel zu... Mobile! Ah, weißt du was? Wir gehen weiter. Weil da müssen wir uns das nicht alles antun, was Mobile da hinten macht. Töte es. Ja. Oh Gott. Du hältst den ganzen Part auf Mobile. Wieso muss ich mir das anschauen? Ich lasse Mobile gleich frei. Ohne Scheiß. Weißt du was? Stirb Mobile. Ah, ich schick's doch lieber zurück zu Geld. Ich wollte es in Geld schicken. Oh, Mann. Meine Güte. Mobile. Mit dir hat man echt immer nur Schwierigkeiten. So, zurück in die Gilde mit dir. Meine Güte. Bevor du hier nur noch stirbst. Das Problem ist, dein Partner kann man leider nicht immer in die Gilde schicken, wenn es einen gerade gerne, also ein lieb wäre. Aber naja. So, Lehmschelle, zum Glück trifft das nicht. Und eine zweite. Und Schermbe will in unser Team. Gott, wer benennt sich nach Schermbe? Wer ist so ein alter Kerl? Keine Ahnung, ich nenne dich einfach... Sardine. Ich nenne dich einfach... Nee. Wie nenne ich dich? Sarda. Sarda, die Sardine. Mir fällt gerade nichts ein. Ihr müsst mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr ins Let's Play wollt, dann benenne ich euch. Denn es wird noch richtig oft sein, dass wir Pokémon hier benennen können. Hier ist es ja nicht wie so eine Nuzlocke, dass das vielleicht alle zwei oder drei Parts mal passiert. Ja, hier wird das öfter passieren. Und das Ding hat, kann abhauen. Es will auch nicht abhauen, okay. The Logic. Oh Gott, Schermbe. Deswegen hasse ich Pokémon. Ach, ich kann mich nicht bewegen. Ich dachte schon, hä, wieso kann ich mich nicht bewegen? Wehe, das macht jetzt... Scheiße, der Magen knurrt. Das meinte ich. Ich habe doch meine Kiesel dabei. Damit werde ich jetzt dieses... Damit werde ich jetzt Mawball ausstallen. Oh, stirb. Stirb. Nein. Oh Gott, deswegen hasse ich Nassmacher so sehr. So, damit haben wir Mobile auch schon getötet. Und noch ein Band. Und ein Spezialband. Wie schon gesagt, das Spezialband ist echt nicht selten. Item. Kleinkiesel. Hups, falsche Richtung, ich Vogel. Okay, und... Nee, das war's, Sada. Du nimmst mir hier nur die Zeit und ich glaube, ich werde auch mitten im Dungeon dann den Part beenden, weil Überlänge möchte ich nicht. Also 20 Minuten bin ich zufrieden, aber... drüber ist echt nicht cool. Und noch ein Absorber. Da muss ich wahrscheinlich einen zweiten Biss spielen lassen, weil sonst können wir das Ding noch gefährlich werden. Hups. Jetzt bin ich irgendwie stecken geblieben. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich mich kurz nicht bewegt. Und das ist auch schon unsere Treppe. Und noch ein Band. Wetten wir ein Spezialband. Kraftband. Jawohl. Das gibt uns Kraft. Das werde ich auch wahrscheinlich dann mal Feuer geben. Wobei Defensor gibt uns halt Defensive. Beides gut. Weiter. Und oh, Geld. Und vielleicht müssen wir den Apfel gar nicht essen. Jawohl, wir müssen nicht essen. Wir sind da. Dann schaffen wir es doch noch in einem Part. Ich dachte, es könnte noch länger dauern. Wow, sieh dir das mal an, Silver. Überall diese funkelnden Edelsteine. Boah, sieh da mal. Ein riesiger Edelstein. Toll, so einen gigantischen Edelstein habe ich noch nie gesehen. Was für ein unglaublicher Schatz. Alle werden staunen, wenn wir mit denen zurückkommen. Ja, er versucht es gerade. Er rührt sich kein Stück. Er steckt wirklich fest. Kannst du es mal versuchen, Silver?
Silver übernimmt und versucht, ihn den riesigen Edelstein herauszureißen. Verdammt, boah, er steckt wirklich bombenfest. Er rührt sich nicht. Nein, es bringt nichts. Du kannst ihn also auch nicht bewegen, Silver. Aber wir können einfach nicht aufgeben. Wenn wir uns jetzt genug anstrengen, muss es doch irgendwas bringen. Ich versuche es nochmal, Silver. Für Silver, ja, er versucht es nochmal. Er lässt sich keinen Millimeter bewegen. Oh, es fängt wieder an. Es fängt wieder an. Und dieses geile Animation, die ich ganz cool finde. Und da schon wieder dieses mysteriöse Pokémon. Wovon wir alle nicht wissen, welche Form es hat. Oh, er hat irgendwas geklickt. Oh, ein Wasserfall oder was auch immer. Eine riesige Flutwelle. Das war... Oh, das bringt nicht, ich kann es nicht herausziehen. Durch Zufall drückt er Andreas gegen den riesigen Edelstein. Ganz durch Zufall. Oh, oh. Oh, ihr hört schon. Dank unserer Zukunftsaussichten oder wie auch immer, wir wissen, was jetzt kommt. Eine Flutwelle! Und sie kriegt uns. Schauen wir, wo wir hinfliegen. Ich hoffe, wir tun uns nichts. Und perfekt sind wir in der Quelle geraten. Jawohl. Wo sind wir? Hallihallio, seid ihr zwei in Ordnung? Ihr seid noch Teil der Rumhörmung heruntergeplumpst. Oh, ihr habt uns ganz schön erschreckt. Wo sind wir? Das ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle? Hey Leute, in der Tat, das ist die heiße Quelle. Die heiße Quelle wirkt Wunder für unsere müden Muskeln und steifen Gelenke. Viele Pokémon kommen hierher. Sag mal, junges Pokémon, hast du eine Karte dabei? Karte? Oh, wenn du unsere Wunderkarte meinst, die haben wir dabei. Falte sie für mich auf. Ah, da, hier sind wir. Cool eigentlich, dass die Karte auch im Wasser überlebt hat, aber davon mal abgesehen. Hier, die lange heiße Quelle. Die heiße Quelle. Oh, verstehe. Der Wasserfall ist da drüben, also. Boah, sieh mal, Silver. Das Wasser hat uns den ganzen Weg bisher hergetragen. Das ist schon ein Stückchen, Leute. Meine Güte, der wurde vom Wasser hergetragen. Was für eine lange Reise. Lasst die heiße Quelle eure Müdigkeit wegwaschen, bevor ihr euch auf den Heimweg macht. Gute Idee, das machen wir. Vielen Dank euch allen. Und dann chillen sie und... Ja. Möchtest du das Abenteuer speichern? Das werde ich. Aber erst noch nicht den Part beende, Leute. Denn ja, wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Aber das ist halt bei Mystery Dungeon so. Kann man halt nicht immer einplanen. Und deswegen, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Wir sehen uns in einem neuen Part. Let's Play von... Warte. Von Let's Play Pokémon Weiß 2 Randomizer. Himmel. Na Gott. Ihr Versprecher for the win. Wie ihr wisst, Leute. Wir sehen uns. Ciao.